Hallihallo, hier ist wieder Tom hier und es gibt Neuigkeiten zu Star Wars Jedi Survivor, denn es gibt einen neuen Artikel über das Begleitersystem bzw. Teamsystem in Star Wars Jedi Survivor. Und wir sehen ja auch schon in dem einen Trailer, dass man mit Boat Akuna, so heißt der Charakter, auch richtig kämpfen kann zusammen und dass man dann auch mit ihm zusammen Finisher ausüben kann, beispielsweise hier gegen diesen Scout Trooper. Und in diesem neuen Artikel wird so ein bisschen weiter darauf eingegangen. Und vorneweg ist zu sagen, es geht hier auch viel in diesem Artikel um diesen Boat Akuna. Ob jetzt noch weitere Charaktere im Laufe der Story irgendwo als quasi wirklicher Begleiter mit einem mitlaufen können und irgendwo kämpfen können, ist noch nicht ganz klar. Es wurde also weder bestätigt noch halt irgendwo dementiert. Man weiß es einfach in diesem Moment noch nicht. Man weiß halt aber, dass dieser Boat Akuna auf jeden Fall mit einem mitkommen kann und kämpfen kann. Was dazu ebenfalls gesagt ist, ist, man soll sich das nicht so vorstellen, dass der wirklich dauerhaft mit einem mitgeht, sondern nur bei bestimmten Situationen, bei bestimmten Story-Segmenten. Da ist er dann mit einem unterwegs und da soll er wohl auch wirklich sehr, sehr hilfreich sein und auch wirklich sehr dynamisch reagieren. Beispielsweise hat der gute Mann wohl einen Jetpack. Damit kann er dann auch bestimmte, ja, quasi Schluchtenhöhen oder was auch immer überwinden. Soll heißen, wenn man mit Cal jetzt beispielsweise einen Wandlauf und einen Doppelsprung dann macht, um irgendwo hoch zu gelangen, dann fliegt der einem einfach hinterher, kommt halt quasi dann auch über diese Hürden rüber und hat dann jetzt keine Schwierigkeiten, dass der dann immer irgendwo festhängt oder so. Das finde ich persönlich ganz cool. Des Weiteren soll der auch im Kampf sehr, sehr hilfreich sein. Wie wir schon gesehen haben, kann er ja irgendwo spezielle Finisher ausüben. Aber was der auch machen kann, ist halt wohl sehr dynamisch auf Cals Aktion reagieren. Beispielsweise, dass wenn man einen Gegner mit dem Machtschub wegschiebt von Cal, dass er dann gleichzeitig halt irgendwo so eine Art gebündelten Schuss auflädt und den weggeschobenen Gegner dann nochmal abschießt. Eine andere Sache, die er wohl machen kann, ist, dass er bei beispielsweise den imperialen Suchtruiden, die so zum Explodieren bringen kann, wenn man die in bestimmte Nähen von Gegnergruppen schiebt oder sowas, dass es dann halt eine große Explosion gibt und dann halt viele Gegner auf einmal getroffen werden. Ansonsten soll er natürlich auch sowas machen können, wie Gegner oder große Gegner ablenken in irgendeiner Form, ne, dass man sich schnell mal ein bisschen verschnaufen kann. Oder vielleicht auch mal Leute mit so einer Art Jetpack-Slam umrammen, ne, dass man die halt auf den Boden wirft und dass man dann selber die Chance nutzen kann und dann irgendwie die besonders stark zu verletzen oder so. Also ihr merkt schon, das ist wohl ganz dynamisch, was der wohl alles so machen kann. Ne? Der passt sich so ein bisschen eurem Spielstil wohl an, ermöglicht euch irgendwo Chancen auszunutzen oder halt wie gesagt auch mal in die Defensive zu gehen und ein bisschen sich zu heilen oder sich zu sammeln oder sowas. Das hört sich auf jeden Fall sehr cool an. Ansonsten wird noch so ein bisschen über die Historie davon erzählt, denn man hatte im ersten Teil ja natürlich auch so Charaktere wie Seer, Grease, Marin und auch in irgendeiner Form BD-1. Aber häufig standen die dann halt leider nur in der Mantis rum, haben so ein bisschen gequatscht mit einem, außer an einer Stelle und zwar beim Kampf gegen Malikos. Denn dort hatte man natürlich die Marin mit dabei, die einem irgendwo so ein bisschen geholfen hat. Und so kann man sich das wohl auch so ein bisschen vorstellen. Das wollten sie weiter ausbauen, das fanden sie richtig cool. Und das soll jetzt gerade mit diesem Boat Akuna wohl richtig gut funktionieren. Wie gesagt, man weiß noch nicht genau, ob weitere Charaktere ebenfalls in so einer Art System da drin sind, dass man die dann auch mitnehmen kann. Es liest sich wohl auch so, dass falls man denn mit ihm unterwegs ist und dann sich überlegt, optionale Sachen zu machen, dass er dann sagt, hey, cool, mach mal, aber ich gehe dann doch lieber auf die Mantis zurück und mach da meinen Kram. Das heißt, gerade dieses optionale Erkunden ist wohl viel dann wieder mit BD-1 und mit Cal zusammen und eher weniger mit irgendeinem Kompagnon. Ob nun die anderen Charaktere am Ende dann auch mitgenommen werden können, ist eine Frage, die natürlich sehr gut ist. Kann man, wie gesagt, bis jetzt noch nicht beantworten. Ich persönlich würde mich am meisten freuen dann über Marin, denn ich finde so eine Nachtschwester an der Seite, das ist halt einfach irgendwie richtig cool. Und über die weiß man noch nicht so ganz genau, was die für krasse Fähigkeiten drauf haben. Das wäre natürlich richtig nice, aber erstmal abwarten, was da genauso auf uns zukommt. Ansonsten, man weiß natürlich schon, dass hier irgendwo vorkommt, hat man im Trailer gesehen. Und man hat auch schon gesehen, dass Grease in irgendeiner Form vorkommen wird. Bei Marin ist es, glaube ich, noch relativ unklar, aber ich gehe mal davon aus, dass es relativ sicher ist, dass die in irgendeiner Form vorkommt. Von daher, mal sehen, was uns da erwartet. Ich hoffe natürlich auf ein wunderbares, tolles Spiel. Bis jetzt hört es sich alles sehr, sehr positiv an. Schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare und damit vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich halte euch auf dem Laufenden, was Star Wars Jedi Survivor angeht und damit bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.